Hallo, Harley hier. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Judgment Whites. So, wir sind jetzt in der zweiten Mission. Jetzt hoffe ich mal, dass sie uns erklären. Oh ja, wir haben 0 Punkte bekommen. Wo müsste man jetzt eigentlich hin? Oh Gott. Wer kann mir das sagen? Ich hab's nämlich verrafft. Kann ich mir einfach jetzt beamen? Wir sind nicht im Orbit. Gell, Mann. Oh, ich hätte nochmal in die vorherige Folge gucken müssen. Nee, der wird mir auch nicht helfen. War das... Oh Gott, wenn ich jetzt falsch fliege, habe ich natürlich ein Problem. Balkos 3, glaube ich, ne? Balkos 3, die 19 wäre da. Ich hoffe, ich habe es doch richtig im Kopf. Fliegen wir einfach mal hin. Ist mehr als in die Hose gehen kannst ja. Wir nehmen uns Balkos 3, Captain. Ja, guck mal. Das sieht doch eigentlich gut aus. So, Beam. Wir sind nicht im Orbit. Okay. Kannst du mich in Orbit bringen? Nein. Kannst du mich in Orbit bringen? Ja. Eintritt in den Standardorbit. Ja. Sieht doch schön aus, der Planet. Dann beamen wir mal runter, ne? Spock, kommen Sie mit mir. Scotty, Sie übernehmen die Steuerung. Lieutenant, bitte bitten Sie Dr. McCoy, uns im Transporterraum zu treffen. Ja, Captain. Seltsam. Noch seltsamer. Was zum Teufel war das? Ein Angriff? Ich kann zwar nicht garantieren, dass die physischen Erscheinungen nicht verändert wurden, aber wir scheinen immerhin unverletzt zu sein. Ich schließe daraus, dass wir einer Scanneruntersuchung unterzogen wurden. Captain, sind Sie in Ordnung? Die Sensoren haben eine Energieexplosion und anschließend eine gewaltige Transmission festgestellt. Laut Spock sind wir bei der bester Gesundheit, Scotty. Hat Spock das gesagt? Macht nix, Mr. Scott. Können Sie die Transmission bis zu Ihrem Ausgangspunkt zurückverfolgen? Ich werde es versuchen, Captain. Aber sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Das ist nie der Fall, Mr. Scott. Niemals. Kirk Ende. Ich schätze, Sie hatten recht, Spock. Und eine Sekunde lang dachte ich schon, wir wären tot. Doktor, das hätte die Konversation erheblich erschwert. Das war ein Witz, Spock. Wirklich, Doktor? Aber meine Herren, ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun, nicht wahr? So, wir sitzen hier fest und das Einzige, was ich jetzt schon weiß, ist... dass ich mit Spock die Türen geöffnet kriege. Theoretisch. Die Oberfläche dieses Raums ist ungewöhnlich. Entweder hat dieser Fels besondere Eigenschaften oder er wurde mit etwas ummantelt. Auf jeden Fall gibt die Oberfläche langsam vorher absorbierte Energie in Form von Licht ab. Du sollst die Tür öffnen. Ja, das hatte ich nämlich ja schon im... Also, ganz einfach. Wenn man das Erscheinungsbild der übrigen Gerätschaften hier in Betracht zieht. Es war nichts weiter nötig als eine Unterbrechung der Energiezufuhr. Die Tür bleibt nur dann geschlossen, wenn der Strom eingeschaltet ist. Interessant. Ja, dann wissen wir Bescheid. So, ich habe jetzt ja, auch wenn das Spiel natürlich immer im 4:3 ist, wie es bei den alten Spielen der Fall ist, ist ja trotzdem gestreckt auf 16:9, weil ich das Format einfach sehr viel angenehmer finde. Ob euch das gefällt, weiß ich jetzt nicht. Ich werde jedenfalls jetzt die ersten Folgen so erstmal durchziehen. Und die Figuren sehen jetzt nicht ungefähr so viel plumper dadurch aus. In dem Spiel sowieso ein bisschen. Also ich finde, die sehen eh alle ein bisschen dicklich aus. Da kommt es darauf auch nicht mehr an. Und hier liegt sehr viel Zeug rum. Viel cooler finde ich diesen riesigen Monitor, der sich... Spock, was halten Sie von diesem Bildschirm? Ja, das ist ein Bildschirm. Wahrscheinlich.
Dies ist ein Computeranzeigemodul, Captain. Und eingesteckt. Die haben große Taschen, ne? Spock, haben Sie eine Ahnung, was diese Schachtel sein könnte? Jetzt geht es los. Der Würfel beinhaltet Steuerungsschaltkreis. Ich schlage vor, wir behalten ihn. Ja, alles mitnehmen. Da liegt noch etwas. Spock, ist das ein Schalter? Bestimmt. Ja, Captain, ein ganz gewöhnlicher Schalter. Ne, der Captain fasst hier auch nicht selber an. Ne? Er lässt arbeiten. Spock, was halten Sie davon? Wenn der Spock sich dazu herablässt, den Laufburschen zu spielen und alles aufzuheben. Es scheint sich um einen Satz Interface-Kabel zu handeln. Da habe ich mitgenommen und das sieht noch wie eine Platine aus, nehmen wir auch mit. Spock, welche Art Interface ist das? Eine Überbrückungseinheit zwischen der Funkfunktionssteuerung und dem Anzeigeschaltkreis, Captain. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Okay. Dann haben wir hier noch ganz viele Armaturen, die können wir uns ja auch mal angucken. Noch eine unbekannte Maschine der Außerirdischen. Diese Einheit wirft rhythmische, rechteckige Scheiben in einen Behälter. Achso, Abzeichen. Achso, hier sieht man, fallen lustige Sachen runter. Ein großer Computer, dessen Funktion unbekannt ist. Alles, was hier irgendwo runterfällt, können wir auch einsammeln. Oder können wir Spock einsammeln lassen? In dem Behälter befinden sich Plastikscheiben, Captain. Der Kunststoff ist in dieser Form inert. Wird jedoch Druck darauf ausgeübt, dann wandelt sich dieses Objekt zum Superleiter, der für seine Größe erstaunliche Energiemengen speichern kann. Wir sollten wahrscheinlich einige davon behalten, oder nicht? Eine logische Entscheidung. Ja. Anstieg, krr, stört Sensoren, krr, wir sind können krr, Probleme beim Andocken auf. Nun, wenn wir unseren Landurlaub mit dem Rest der Crew verbringen wollen, dann sollten wir schleunigst herausfinden, was diesen Stromanstieg verursacht. Okay, Scotty hat wohl Probleme. Und wir dann bestimmt auch bald. Captain, diese Gegenstände scheinen so konfiguriert zu sein, dass sie ein kleines Energiefeld erzeugen. Im Moment werden sie nicht mit Energie versorgt. Warum schauen Sie nicht, ob Sie was damit anfangen können? Das wäre eine logische Handlungsweise. Ich werde genug für uns alle mitnehmen. Okay, wir haben irgendwelche Platinen, die zum Supraleiter werden, durch Druck und Energie speichern können. Und irgendwas, das Energie erzeugt, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann müssen wir jetzt, kann ich Spocky, auf den Computer. Captain, es gibt keine sichtbare Steuerung. Das ist doof. Hier hinten, da läuft er hin. Okay. Dies ist ein spezielles Druckgerät, Captain. Das Abzeichen wird in den Trichter gegeben und dann durch Druck mit einem anderen Objekt verbunden. Nun, das sieht wie eine Abzeichenmaschine aus. Könnte es mir nicht eins machen, auf dem steht, wenn der Mensch zum Beamen bestimmt wäre, dann würde seine Moleküle bereits einzeln durch die Gegend schwirren. Möglich, Doktor. Aber nach Druckanwendung wäre es äußerst unwahrscheinlich, dass sie noch irgendwelche Werte empfangen können. Sie sind nicht gerade ein begnadeter Komiker, Spock. Mir war nicht klar, dass das Teil meines Aufgabenbereichs ist, Doktor. Ist es denn nicht Teil des Ihren? In Zeiten wie diesen, ja. So, ein Gerät, das mit Druck arbeitet. Dann drücken wir mal. Das war so ein Teil. Rein damit. Das Abzeichen sind in den Trichter gefüllt worden, Captain. So, und das andere Plus und Minus, ne? Auch die Außerirdische dekorieren ihre Batterien mit diesem lustigen Zeichen. So, und jetzt anschmeißen, wa? Das sieht aus wie ein Gerät, mit dem man Buttons herstellt. Ja, und da werden wohl jetzt gerade auch Buttons hergestellt. Puh, was ist denn das für ein Gestank? Der Druck hatte eine chemische Veränderung zur Folge. Der Kunststoff gibt lediglich kleine Mengen von Gas ab. Okay, was haben wir da jetzt produziert? Sie können nichts nehmen, okay. Aber wir haben jetzt so ein Ding mit einer Energiequelle. Und jetzt? Es ist wirklich ewig, als ich das gespielt habe. Damals noch mit meinem Bruder immer zusammen.
Ne, er hat mich damals halt auf Star Trek und so weiter gebracht. Und das sorgte halt dafür, dass wir stundenlang vor diesem Rechner gesessen haben, um das irgendwie hinzukriegen, diese Level zu lösen. Das ist doch jetzt schon sehr, sehr, sehr lange her. So, nächste Maschine. Luki machen. Eine Aufladestation. Wahrscheinlich müssen wir das Ding erst noch aufladen. Ja, Spock macht das schon. Der Einzige, der hier in diesem Team arbeitet. Die Abzeichen wechseln ihre Farbe. Ich denke, diese Einheiten sind nun voll funktionsfähig. Diese Abzeichen werden uns hoffentlich bei einigen Energiefeldern helfen. Jeder von uns sollte eins davon bei sich haben, solange wir hier sind. Okay. Jetzt hat. Okay, das Energiefeld kann ich damit wohl nicht auflösen. Also mehr ist hier unten jetzt wohl nicht gewesen. Aber, oh, hier ist das Energiefeld weg. Dann kann ich bestimmt. Computer, bist du an? Vielleicht bin ich wirklich nicht der geeignete Mann für diesen Job. Ja, ist ja gut. Wir lassen das Spocky wieder machen. McCoy ist auch total unnütz. Der steht einfach immer nur mit rum. Dieses Schaltpult ist nicht funktionstüchtig, Captain. Ich glaube ja auch, dass die Reparatur mit den entsprechenden Materialien kein Problem wäre. Im Augenblick sind praktisch keine Steuerungen oder Anzeigen verfügbar. Okay, wir haben keine Steuerung und keine Anzeigen. Das heißt, wir brauchen einen Monitor. Doch, die Wegfindung. Grandios. Ja, Werkel, Werkel. Der Computer ist nun funktionstüchtig. Faszinierend. Auf diesem Schaltpult gibt es eine begrenzte Anzahl von Steuerungen. Ich glaube, dass es noch andere Funktionen steuert, zu denen wir jedoch keinen Zugang haben. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz, Spock. Ich auch nicht, Captain. Welcher Zweck würde erfüllt werden, wenn wir den Zugang einschränken? Ja, genau. Welchen Zweck überhaupt? Pille? Irgendwelche Ideen? Warum fragst du mich denn? Ist das hier vielleicht so eine Art Pop-Quiz? Noch zwei Dinge, Captain. Ich bin auf eine Stelle gestoßen, die Grund zu der Annahme schafft, dass es auf diesem Planeten weitere Komplexe gibt, die irgendwie mit diesem in Verbindung stehen. Standort und Funktion sind weder bekannt noch verfügbar. Das ist nur einer, Mr. Spock. Stimmt, Captain. Ich habe nur Ihren Kommentar abgewartet. Keine, die ich im Augenblick teilen möchte, Mr. Spock. Bitte fahren Sie fort. Es gibt noch eine andere Reparaturmöglichkeit. Ein Gerät kann von diesem Schaltpult aus gesteuert werden, wenn der Befehlskreis ersetzt wird. Ich werde nicht herausfinden können, um welches Gerät es sich handelt, bevor der Ersatzschaltkreis installiert wurde. Okay, Schaltkreis gleich Platine. Okay, Schaltkreis nicht gleich Platine. Schaltkreis gleich Würfel. Okay, das klappt. Ich kann jetzt ein Energiefeld an einer anderen Stelle deaktivieren. Ich weiß nicht, wo oder was das Energiefeld schützt. Ja, ich habe diese Energiefelder langsam satt. Jedes Feld weniger, egal was seine Funktion sein mag, ist mir sozusagen ein moralisches Fußbad. Ja, weg mit den Energiefeldern. Und erstmal wieder quer durch den Raum laufen. Captain, mein Versuch, das Energiefeld zu deaktivieren, hat irgendeine Computeraktivität in Gang gebracht. Der Computer wartet auf die Erlaubnis, eine Anzeige auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen. Soll ich die Erlaubnis erteilen? Ja, auf jeden Fall, Spock. Neugier ist zwar gefährlich, aber ich hoffe doch, dass wir Glück haben werden. Das ist sehr tröstlich, Jim. Und, Rätsel. Kreis, Haus, Raute. Haus, Raute, Raute. Und dann? Ist hier ein Muster? Ist hier ein Muster? Vielleicht noch ein D? So als Dreieck? Och, es scheint, dass wir die richtige Wahl getroffen haben, Captain. Die Steuerungen zeigen an, dass das Energiefeld deaktiviert worden ist. Ist doch klasse. Ach, jetzt gehe ich schon wieder auf die Tür und dafür muss ja wahrscheinlich erstmal wieder. Ach nee, brauche ich gar nicht mehr. Das ist hier schön. So, nächsten Raum gefunden. Was haben wir hier? Wir nehmen immer am besten gleich Spocky.
Der macht das schon. Die auf den Tricorder festgehaltenen Informationen besagen, dass es sich hier um eine Abgabeeinheit handelt, die Material in das Ökosystem des Planeten schleudert. Na, das klingt doch schlecht. Was ist das? Oh. Ja, wusel erstmal dran rum. Captain, diese Steuerungen sind gesperrt. Die Einstellungen können nicht verändert werden. Okay, also kann man die Planetenvergasungsanlage nicht einfach so ausstellen. Na gut. Dann erstmal. Oder kann er daran auch arbeiten? Ne, er scannt dann nur nochmal. Oh, nochmal lesen. Nein. So. Weitergegangen. Och, cool. Das sieht irgendwie sehr medizinisch aus. Ne, hier Liegebretter, Liegebetten und. Keiner von uns ist krank, brauchen wir nicht. Ja, der Raum sieht ja auch klasse aus. Mülleimer. Ist was im Mülleimer drin? Nein. Okay. Spock, arbeite am Computer. Captain, ich sehe keinerlei externe Steuerung. Scheint sich um eine vollautomatisierte Einheit zu handeln. Ja, klar. Aha, was zu essen? Ach ja, waren ja irgendwelche Steinzeitmenschen. Aber warum kommt der hier rein und mampft was? Und wieder raus mit dem Typen. Kann ich da auch lang? Dieser Durchgang verengt sich zum Ende hin. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen würden, ohne stecken zu bleiben. Ja, dann müsst ihr mal nicht so viel futtern. Okay, da kommt jetzt wieder was. Ich will das haben, aber der Typ mampft das ja weg. Wir sind einfach mal so dreist. Wenn er jetzt gleich... Ich werde versuchen, ihn zu betäuben. Ach, der wird bedampft. Das ist natürlich cool. Gleich mal abscannen. Obwohl der Balkosi bewusstlos ist, arbeitet sein Körpersystem noch mit einer stark erhöhten Rate. Kann ich ihn mitnehmen? Achso, Jim, ich würde ihn gerne in den Untersuchungsraum nebenan bringen. Ich will wissen, wie sich dieses Gas auf ihn auswirkt. Keine schlechte Idee, Pille. Ja, sag ich doch, medizinische Gerätschaften. So. Ja, kommt jetzt hier was? Muss ich mit Pille reden? Endlich etwas, womit ich umgehen kann. Ja, dann mach mal. Das kommt der Sache schon näher. Ein medizinischer Untersuchungstisch. Die erkenne ich sogar, wenn sie für Außerirdische gemacht wurden. Ja, dann arbeite dran. Mein Gott, sieh dir bloß mal diese Werte an. Alle erhöht. Kein Wunder, dass die Balkosi im Chaos versinken. Jedes Aggressionshormon im Körper dieses Jungen hier arbeitet auf Hochtouren. Woran liegt das, Pille? Dieser kleine Luftzug war voller Pheromon. Jim, das Wesen hat die Substanz eingeatmet und sofort trat eine Überbelastung ein. Das muss ich in willkürlichen Intervallen vollziehen, wenn sie sich mit Nahrung versorgen. Ich will ja wirklich nicht wie Spock klingen, aber das war doch nicht alles. Und ich finde es wirklich faszinierend, gleichzeitig aber auch beängstigend. Das Pheromon ist der Physiologie der Balkosi perfekt angepasst. Es kommt mir fast so vor, als hätte jemand beide durch Gentechnologie erstellt. Besagt der Bericht der Dementer nicht, dass es nicht genug Aufzeichnungen gäbe, um die Anwesenheit der Balkosi auf dem Planeten zu beweisen? Könnte es sein, dass sie absichtlich hierher gebracht wurden? Es könnte sein, dass wir auf ein Experiment gestoßen sind. Die Versuchsobjekte werden wie Ratten behandelt. Das ist wirklich kriminell, Jim. Das sind denkende Wesen. Zumindest können sie es sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es um die Balkosi geht, Pille. Ich glaube eher, es dreht sich um uns. Interessante Hypothese, Captain. Haben Sie Daten, um das zu belegen? Es ist die Art, wie hier alles inszeniert wurde, Spock. Ich bin mir nicht ganz sicher, weshalb, aber es wirkt einfach wie eine Inszenierung. Wir finden immer nur genug heraus, um Einzelentscheidungen treffen zu können. Die Frage ist aber doch, wer? Wer treibt hier sein Spiel mit uns? Und zu welchem Zweck, Captain? Warum? Genau, warum? Das ist die Frage, Spock. Warum?